Ich muss mal einen Sprung machen. Danke. Sie spielten dann mit Schimanski, also Götz George, und mit Til Schweiger zusammen. Wie arbeitet es sich denn mit zwei männlichen Diven dieser Art? Aber das war doch nicht gleichzeitig. Nein, ich habe nacheinander. Aber mich interessiert nur, wie man so mit Götz George und mit Til Schweiger zusammenarbeitet. Also mit Götz George, das war ja noch ein richtiger Tatort. Ja. Also danach habe ich auch keinen mehr geguckt. Und das war eine große Ehre, in einem echten Tatort mitzuspielen. Sonntagabend haben fast alle Tatort geguckt, das war. Ja, ja, genau. Aber schon also, länger her, ja. Ich habe da wahrscheinlich mein Kind gemacht in der Zeit. Nee, also da war ich ja noch an der Schauspielschule in München, als ich dort mit ihm drehen durfte. Ich habe das auch jetzt nicht besonders gut gemacht, fand ich. Aber Götz George, God bless him, ist ein großartiger Schauspieler, dem der Wind sehr stark ins Gesicht geblasen wurde. Ein toller Kollege, ein cooler Typ. Und es waren ganz, ganz tolle Dreharbeiten. Und wir mochten uns sehr gern. Und ich habe in der Zeit Theater gespielt. Und er hat auch eine Vorstellung angeguckt von mir und war da und hat mich hinterher zum Drink eingeladen. Also, ich wünschte, ich hätte mit ihm nochmal wieder gearbeitet. Ich habe den sehr, sehr gemocht und er hat auf mich aufgepasst. Er war ja auch und war sehr höflich beliebt und freundlich zu mir. Und es gab so eine Szene, wo wir nebeneinander sitzen und ich dann so in der Szene anfangen musste zu weinen. Und dann sagt er, ja, was soll ich jetzt noch machen hier? Wenn die da jetzt anfängt, da kann ich nichts. Das ist ja brillant. So, und da kommst du, da denkst du, weißt du, 22 denkt man, oh, danke, ne, dass er mich lobt vor den anderen. So, das ist ein toller Typ. Und Til Schweiger? Mit Til habe ich gedreht, bevor er so berühmt wurde. Mhm. Ja, wir haben einen bewegten Mann gedreht, das ist ja wirklich sehr lange her, ich sage jetzt nicht, wie lange. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden, wir konnten sehr gut zusammenspielen, wir hatten Spaß miteinander. So, das war alles, das waren schöne Dreharbeiten mit Sönke damals. Ja. Ich kann nichts Schlechtes sagen und ich sage Ihnen auch, Herr Giesel, selbst, ja auch der frühe wenn Teil. Ich was Schlechtes sagen könnte, würde ich es nicht tun. Ich tue keinen Kollegen-Bashing, mache kein Kollegen-Bashing, ich mache überhaupt kein Bashing. Mich interessiert auch mehr, wenn man so eine junge Schauspielerin ist und dann kommt man auf so berühmte Gestalten, aber Sie sagten, da war der noch gar nicht so berühmt, wie man sich da eigentlich fühlt, wie man damit umgeht. Also zu meiner Zeit waren so ganz berühmt, weiß ich nicht, Brigitte Bardot und so. Und ich hätte mir dann vorgestellt, wenn man dann das erste Mal als junger Knabe mit der spielt, dass man dann also sozusagen das Flattern kriegt, ne? Nee, wir sind durch diesen Film beide sehr bekannt geworden. Mhm.